komm schon. Ich brauch den goldenen Schnatz. Da ist er ja. Ah, Moment, Leute. Das ist nur Greenscreen. Aber, Leute, ich habe es wieder getan. Und? Yep, es ist wieder Zeit. Ich habe wieder einmal 100 Kinderjoy in der Harry Potter 2024 Quidditch Edition gekauft. Und in diesen Kinderjoy befinden sich wieder einmal neue Funko Pop Figuren. Und wir werden versuchen, heute alle 13 Funko Pop Figuren wieder zu sammeln. Letztes Jahr waren nämlich die normalen Harry Potter Figuren drin. Und dieses Mal geht es nämlich um die Quidditch Edition. Das Besondere an diesem Jahr ist, dass es jetzt auch einen goldenen Harry Potter gibt. Also quasi den goldenen Schnatz, den er hält. Und die Figur ist komplett vergoldet. Also jetzt leider nicht aus echtem Gold, aber das wäre schon eine ziemlich coole Sache bei dem vielen Geld, was ich investiert habe, um diese ganzen Kinderjoys zu kriegen. Aber ja, Leute, genau diese Kinderjoys werden wir auf jeden Fall öffnen. Sie sind brandneu am 2. April erst rausgekommen und ich habe sie mir aus dem Metro gekauft. Zum Glück hatten sie dort mehr als genug, denn letztes Jahr hatten sie so einen extremen Hype. Ich habe dazu auch ein Video gemacht und ich habe es geschafft, alle Figuren zu sammeln. Dieses Jahr ist es eine Figur mehr und diese Figuren kann man insgesamt holen. Und wir schauen, ob wir in 100 Stück alle sammeln können. Und auch dieses Mal gibt es wieder so diese Sonderregelung, dass ihr auf diesen Eiern nämlich so eine Art Code sehen könnt. Auf der Rückseite habt ihr unten nämlich so eine kleine Ziffer und auf der Vorderseite unter dem Barcode. Gerüchten zufolge soll halt jede Figur eine eigene Seriennummer haben, weswegen es leichter ist, deine Lieblingsfigur zu finden. So war es zumindest letztes Jahr. Aber ja, Leute, ich bin extrem gehypt und ihr wisst natürlich Bescheid. Deswegen würde ich sagen, öffnen wir auf jeden Fall direkt mal das erste Kinderjoy. Und ja, Leute, zerstört gerne den Like-Button, wenn ihr wollt, dass wir das nächste Jahr, wenn es wieder geben wird, noch einmal machen. Oder falls irgendwas anderes rauskommt, schreibt mir gerne die Idee in die Kommentare. Okay, Freunde, auf diesem Code steht hier S1R, ist wahrscheinlich so eine Special Edition. Und hier haben wir die 1S1. Das könnte bereits der goldene Harry Potter sein. Naja, wir werden mal reinschauen. Es könnte jetzt for real sein, dass wir jetzt schon die legendäre Figur haben. Also wenn das der Fall ist, dann raste ich komplett aus. Naja, die Figur befindet sich auf jeden Fall hier. Ich werde diese ganzen Löffel erst einmal zur Seite stellen. Hab das Ganze schon mal wirklich ganz gut sortiert und natürlich die Schokolade, Freunde. Was werde ich mit der Schokolade machen? Ja, ich bin gerade auf Diät. Vielleicht wollt ihr es ja verlost haben. I don't know. Okay, Freunde. Der Moment der Wahrheit ist gekommen. Ich glaube, das könnte der goldene Harry Potter direkt zu Beginn des Videos sein. Dann würdet ihr aber alle abschalten, oder? Also, Leute, wir öffnen ihn und ich weiß nicht, ob es er ist, aber wir öffnen ihn und... Oh, come on. Wirklich... Denn, Leute, es sind nicht nur diese Funko-Pop-Figuren drin, die ihr sehen könnt, sondern es sind auch noch andere Überraschungen drin. Aber in jedem Ei ist etwas zum Harry-Potter-Thema. Schade. Okay, was ist das? Okay, das sieht aus wie so eine Art Stickerheft oder so. Ist genau so ein Quatsch wie letztes Mal. Das kann man irgendwie so ein hier umknicken und dann hat man irgendwie, keine Ahnung, kann man die so reintun. Okay, und dann haben wir am Ende so etwas dabei rausbekommen. Okay, holen wir mal den Hasen jetzt raus und schauen mal nach, ob wir dieses Mal Glück haben. Wir nehmen das Ganze mal aus seiner Schale, mischen die ganzen Eier mal wild durch, Leute. Oh, Alter, das ist so ein Traum, ey. Guckt euch das mal an, wie krass das einfach aussieht. Ich habe hier immer ein Kinderjoy bei mir. Ich meine, letztes Jahr hatte ich das Ganze schon mal, aber hey Leute, man wird nie alt. Oh, ich habe noch eins vergessen. So, packen wir mal zur Seite und ich guck mal nach. Ich schaue mal nach einer Nummer. Hier ist eine 6RS1. Also 6S1 könnte eventuell vielleicht eine Harry Potter Figur sein. Wir werden es mal reinschauen. Also Leute, einmal Löffel rausholen und öffnen wir den Hasen. Und was ist es? Und yo! Wir haben Hermine gezogen, Leute. Alter! Nice! Das ist schon mal sehr, sehr, sehr cool, Leute. Bauen wir mal direkt zusammen. Und ja, Freunde, da haben wir sie. Hermine Granger. Und das bedeutet, der erste Charakter auf der Liste können wir jetzt schon einmal abhaken. So, Hermine, weißt du was? Du kriegst einen Ehrenplatz. Da du der erste Charakter bist, platzieren wir dich einfach so hier genau hin. Nice, Leute. Okay, der erste Main Character ist natürlich schon da, abgesehen vom allerechten Main Character. Ja, ja, ja. So, wir machen jetzt Folgendes, Leute. Wir öffnen jetzt einfach mal 4 Eier. Und hier, so. Je nachdem, ob jetzt eine Figur drin ist, sage ich euch, was der Code ist. Bei Hermine war es der Code GTA und eine S16. So, öffnen wir das hier. Komm schon, gönn als nächstes was Gutes. Ja! Yes! Das ist ein brandneuer Charakter, Freunde. Und zwar ist das nämlich Ginny Weasley, die Schwester von Ron Weasley, von dieser Großfamilie Weasley. Ich glaube, die Seriennummer von dem Charakter war auch GTA und 37S1.
schaut sie euch an, Freunde. Da haben wir sie. Oh, nice. Very nice. Und das Coole ist bei diesen ganzen Figuren, ihr seht es, die haben alle diesen Besen, weil es halt die Quidditch Edition ist. Manche mögen es, manche mögen es nicht, aber vielleicht kommt da irgendwann mal sowas wie Trankkunde oder so Lord Voldemort. Das wäre krass, wenn die den rausbringen. Müssen wir wahrscheinlich warten, aber ja, das bedeutet, Leute, zweiter Charakter ist erstmal safe. So, 7S1, was hast du? Come on und... Oh mein Gott! Yo! Let's go! Let's go! Yeah! Yeah! Digga, drittes, viertes Ei und ich zieh ihn einfach! Es gibt es nicht! Das gibt es nicht! Leute, alle mal notieren! Oh mein Gott! Junge, wie crazy ist das? Ich habe gerade for real gerade die 7S1 gerade gezogen und was ist hier? GTA? Alter, wir ziehen einfach den goldenen Harry Potter. Freunde, kleiner Hinweis an der Stelle. Wenn ich in diesem Video 3 goldene Harry Potter kriege, dann sage ich euch, werde ich einen bei 7000 Likes verlosen. Oder 6000 Likes, Leute. Oh, wir haben ihn, Freunde. Da ist er. Junge, wir haben es. Wir haben ihn. Ja, let's go. Alter, letztes Mal waren wir so knapp und haben den Harry Potter gezogen. Und wir öffnen das vierte Ei und wir ziehen einfach den goldenen Harry Potter. Und das Krasse ist, wow, Alter, die Details sind richtig nice. Schaut es euch mal genauer an. Wir haben nämlich hier, guck mal, was er da in der Hand hält. Er hatte diesen goldenen Schnatz in der Hand. Alter, ich habe doch nicht jetzt damit gerechnet, dass wir jetzt schon den goldenen Harry Potter ziehen. Ja, das bedeutet, der kriegt einen absoluten Ehrenplatz. Und zwar, Leute, wir haben jetzt einfach den dritten Charakter. Und wie gesagt, ich habe das mit der Seriennummer GTA. Und ich glaube, es war 7S1 haben wir den gezogen. Boah, for real, Walter, wie krass ist das bitte? Der sieht auch echt gut verarbeitet aus. Also die Verarbeitungsqualität kann ich mich momentan echt nicht beschweren, muss ich for real sagen. Junge, ich bin jetzt schon am Schwitzen, das ist krass. Ah, Mann, ey. Was soll ich mit dieser ganzen Schokolade machen, ey? Ich glaube, wir machen einen Kuchen. Ich habe es letztes Jahr gesagt, wir machen einen Kuchen und wir haben keinen gemacht. Aber dieses Jahr werden wir auf jeden Fall einen machen. Alter, goldener Harry Potter. Ja, Mann. Let's go. Alter, das geht ja übertrieben ab. Oh, ich freue mich gerade. Leute, komm schon, nächste Figur. Es ist keine Figur. Ich fühle es, es ist keine Figur. Es ist eine. Leute, for real. Wie viel Glück habe ich? Ich habe das fünfte Ei und ich ziehe den vierten Charakter. Das kann nicht sein. Wow, Alter. Der ist sogar übertrieben krass. Das ist nämlich, Leute, der Charakter Luna Lovegood. Und ja, Leute, Luna Lovegood ist, ich weiß nicht, ist diese Blonde, die komisch drauf ist und auch die Toten sehen kann. Junge, das sieht crazy aus. Ich weiß nicht, warum sie diese Löwenmaske auf hat, aber ja, in der Edition finde ich ganz nice. Die war auch in der letztjährigen Edition da. Aber das heißt, Leute, wir haben 5 Eier und wir haben schon den vierten Charakter gezogen. Ich sag's euch, dieses Jahr ist wirklich ganz, ganz wild. Und das Allerbeste ist halt an der Sache, man kann ja an der Seriennummer die ganzen Sachen erkennen. Da ich aber diese Box, so wie sie ist, gekauft habe, also komplett verpackt, kann niemand an diesen Eiern was rumgefuscht haben. Das klang jetzt super sus, ich weiß. Nein, nix FBI, open up, okay? Oh, Leute, wie geil ist das? Nächstes Ei und... Okay, okay. Wir haben als nächstes... Was haben wir gezogen? Wir haben wieder einmal, dieses Mal für Gryffindor, ich glaube, vom Quidditch ist das irgendwie die Tribüne. Oder diese, da wo die Flaggen darauf gestellt sind. Es ist mir jetzt egal, ob ich das zerkratze oder nicht. Ich klebe jetzt einfach mal diesen Sticker drauf. Da ist Hermine drauf. Und ja, machen wir das jetzt mal entspannt. Die Manti. Und ich habe keine Ahnung, warum muss man das so machen? Oh Gott, ich hab's richtig verfailt. Ich hab's richtig gefailt. Ist mir auch egal, denn seht ihr, was da steht? Der goldene Harry Potter. Na gut, einmal kann man ja jetzt einen Fail haben. So, nächstes Ei. Was ist drinne? Wir öffnen es jetzt sofort und es ist ein neuer Charakter. Ey, das gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht, Leute. Also, ich werd schon ganz rot hier im Gesicht. Ne? Ich bin komplett hier und Puls auf 188 gerade bei mir. Junge, wir haben Albus Dumbledore gezogen. Erneut. Letztes Jahr hatte der ja irgendwie so ein graues Outfit gehabt. Dieses Mal ist es halt dieses Outfit und ja, das sieht wild aus. Dumbledore, Bruder, der hat einfach den heftigsten Drip. Der heftigste Dripper von allen. Junge. Ich mag diese Funko-Pop-Figuren. Oh. Oh. Der hat aber eine dicke Macke.
Der hat eine dicke Macke. Warum gibt es hier nicht Qualitätskontrolle? Der hat hier so einen komischen Punkt drauf. Seht ihr den Punkt? So Angusspunkt. Na egal. Ich bin mir sicher, wir sind gerade erst am Anfang des Videos. Wir ziehen wahrscheinlich noch so viel mehr Dumbledores. Und ja, für die, die es wissen wollen, Dumbledore hatte GTA und 47 S1. Also die Zahl 47 für Dumbledore. Rufen Sie jetzt an unter der Endziffer 47 für Dumbledore zu dem D. Nächstes Ei, Leute. Ich bin gespannt. Come on. Ey, ich glaub das nicht. Glaubt ihr das? Was ist hier los, Mann? Ich zieh hier schon wieder den Charakter. Huggy Wuggy, weißt du auch, was hier los ist? Ich check's langsam nicht mehr. Alter, was? Junge, okay, ich tue jetzt mal nicht so auf überrascht. Ich hab den Charakter schon, ja? Aber ich hab diesen Charakter gezogen einmal und guckt euch mal an, wie der aussieht. Der hat hier so einen richtig komischen Fleck am Mund oder so unter dem Mund. Seht ihr diesen braunen Fleck? Das kann man nicht wegmachen. Das ist irgendwie ein Produktionsfehler. Also man muss sagen, Produktionsfehler gibt es dieses Mal echt viele, muss ich sagen. Deswegen, vielleicht lasse ich die auch mal graden, PGA 10, und dann ist das Ding 100.000 Euro wert oder so. Aber der sieht in einem guten Zustand aus. Jawohl. Der sieht wirklich in einem richtig guten Zustand aus. Kann man nicht drüber meckern. Okay, das heißt, Leute, wir haben immer noch Packung Nummer 1. Packung Nummer 1 ist immer noch nicht durch. Und wir müssen langsam die Pace mal anziehen. Wir gewinnen. Keine Nieten. Code S1R17, S1. Kleiner Zwischenstand, wie die Bilanz ist. Wir haben gerade 6 von 13 Charakteren. Und das im 7. oder 8. Ei. Muss sagen, besser kann es nicht laufen. Aber ich glaube, das wird auch bei anderen ein bisschen anders sein, wenn man diese Eier separat rausfischt. Weil ich diese Boxen als Booster komplett kaufe, habe ich natürlich das sehr, sehr gut ausgeglichen. Und was ziehen wir als nächstes? Joho! Alter, wir ziehen wieder einen Charakter und dieses Mal ist es noch ein neuer. Es ist Hagrid zu dem D, zu dem H, zu dem H, zu dem A, zu dem G. Alter, oh, der ist auch richtig gut gemacht, also for real. Muss sagen, dieses Jahr sieht der nochmal ein bisschen krasser aus. Der hat hier dieses schöne Fernglas am Start und ja, das ist natürlich dafür, in gewissen Szenen aus dem Film, wisst ihr, dass der Nimbus 2000 von Harry Potter manipuliert worden ist und Hagrid hat das Ganze beobachtet, also da sind viele Szenen aus dem Film mit dabei. Charakter 7 von 13 damit erfolgreich gefunden. So, die 22 S1, ich habe Vertrauen darin, es ist auch ein Charakter und es ist... Ihr wollt mich doch wohl komplett reinlegen. Was ist das denn? Ich ziehe den Harry Potter schon zum zweiten Mal. Der goldene Harry Potter. Er ist nichts wert. Der ist ja gefühlt in jedem Ei. Nicht in jedem 7. Ei. Der ist in jedem 3. Ei oder so. Was? Okay, Leute. Wenn ich... Alter, was ist hier los, Mann? Was ist hier los dieses Jahr? Leute, was soll ich sagen? Schade, wir haben die erste doppelte Figur. Ich freue mich gar nicht. Ich freue mich nicht. Einfach weg da. Oh Gott. Oh mein Gott, der ist kaputt. Hat der jetzt eine Macke? Wenn der jetzt eine Macke hat, hat der einen dicken Wertverlust. Ja, nee, sieht nicht so aus. Ich glaube, der hält sich ganz gut. Freunde, was soll ich sagen? Einfach zweimal den goldenen Harry Potter. Und der hat dieses Mal die Seriennummer GTA und mit der Endziffer 22. Ich glaube, die 22 hatten wir noch nicht. Oh, es ist so bitter. Wisst ihr warum? Ich habe mir so ein richtig episches Finale gerne vorgestellt. Und jetzt ziehe ich am Ende komplett die ganzen Charaktere einfach jetzt schon. Ach ja, was willst du machen? Let's go, Leute. Wir machen jetzt schnell Durchlauf. Okay, Freunde. Vor mir liegen nämlich jetzt 4 neue Kinderjoys. Ich habe sie noch nicht geöffnet. Wir werden reinschauen. Einmal in der Reihenfolge und... Okay. Neuer Charakter. Let's go. Noch ein Charakter. Let's go. Jetzt ist kein Charakter. Und let's go. Ich sehe schon wieder den goldenen Harry Potter. Was ist hier los? Was ist das denn? Ey, ohne Witz. Das kann jetzt nicht euer Ernst sein. Ich ziehe jetzt zum 3. Mal den goldenen Harry Potter. Und langsam habe ich das Gefühl, was ist eigentlich das Geschäftsmodell von Kinderjoy? Die wollen so viele Eier wie möglich verkaufen. Aber wie können die das denn schaffen, wenn ich jetzt schon 3-mal in dieser Packung den goldenen Harry Potter gezogen habe, nachdem man sagt, das ist die neue Quidditch Collection Spezialfigur. Hier steht's Spezialfigur.
Und ich ziehe den einfach schon dreimal. Aber ey, wisst ihr, was das Coolste ist? Wir haben noch einen weiteren neuen Charakter gezogen. Ich glaube, die Jobrate ist richtig gut. Und zwar haben wir als nächstes, Leute, Cho Chang gezogen. Und ja, Cho Chang, ganz ehrlich, der Charakter juckt nicht wirklich null. Aber ich muss sagen, das Outfit ist denen echt gut gelungen. Das ist so schönes Blau. Und der Charakter gefällt mir dieses Jahr deutlich besser als letztes Mal, weil es sind deutlich mehr Details mit dem Besen und so weiter. Ja, was soll ich sagen, Freunde? Hagrid haben wir ebenfalls noch einmal gezogen. Nice. Und ja, wir haben noch mehr Eier. Da sind noch mehr Eier, wir brauchen Eier. Und was ist das hier? Das habe ich noch nicht gesehen. Das sieht aus wie diese... Oh, das sind ja diese Funko Pops. Aber gehört dieses Pop mit diesem Bläschen auch dazu? Das ist eigentlich ganz cool. So wie ein Fidget Spinner von damals. Ist eigentlich nice. Wisst ihr, was mich nur an einziges stört an diesen ganzen Spielsachen? Dass da jetzt Sticker dabei sind. Früher, da waren die Sachen noch handbemalt und das war alles so nice. Und ja, wir haben jetzt auf jeden Fall diese komische Figur mit Ron. Ja, mit diesem Plop-Ding. Ist ganz okay. Nein, worüber beschwere ich mich? Ich habe gerade dreimal den goldenen Harry Potter gezogen. Vielleicht habt ihr alle ein Like da gelassen auf diesem Video und deswegen habe ich jetzt dreimal den Harry Potter. Aber ja, das heißt, um Umkehrschluss, bei 7000 Likes verlose ich einen. Und als nächstes habe ich jetzt schon mal die restlichen Eier aus dem ersten von 4 Displays. Und das Ding ist, ich habe ja noch mehr, Leute. Und ich will euch auch sagen, dass ich auch wirklich kein Clickbait mache, dass ich wirklich 100 Eier öffne. In jedem Display sind 24 Stück. 24 mal 4 sind wie viel? Schreibt jetzt in die Kommentare. 96. Und das heißt, ich muss nur noch 4 davon öffnen, dann kommen wir auf die 100. Also Leute, wir machen eine Transition in 3, 2, 1 und jetzt ein Abo da lassen. Okay, ich glaube, ich habe alle Eier geöffnet. Ich habe es jetzt blind gemacht. Ich weiß also nicht, ob was übrig ist. Wir gucken rein in 3, 2, 1 und wir zusammen schauen jetzt rein. Let's go! Ey. Yo. Okay, warte mal kurz. Wir haben neue Figuren, aber dieses Mal lief es nicht ganz so gut. Wir haben nämlich noch einmal dieses... Was ist das denn? Was ist das denn für eine Überraschung? Das sieht irgendwie aus wie... Moment, ich muss mal in die Anleitung schauen. Das erste Mal, dass ich mal in die Anleitung schauen muss. Was ist das? Okay, hier werden einem diese ganzen Harry Potter Sachen gezeigt. Also man muss was aufkleben, dann einscannen. Das soll irgendwie ein Anhänger für, für den Schulrucksack sein. Und da kann man dann halt diese Pins alle verteilen. Also ich glaube, ich weiß, wie es läuft. Man macht das hier zu, man knippt das hier zu und dann nutzt man einfach diesen Ron-Sticker, klebt den hier einmal richtig auf, genauso wie ich. Und dann noch das Banner von Hogwarts und ja, dann habt ihr so einen Ron zum Teilen, könnt ihr auf den Schulrucksack tun. Ist ja eigentlich gar nicht schlecht. So, haben wir einen neuen Charakter. Ich schau mal nach. Wir haben einmal den Quatsch hier. Weg damit. Was ist das hier? Auch für Gryffindor. Weg damit. Was ist da? Yo! Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber sieht auf jeden Fall nach was richtig notwendig ist aus. Ist das eine Büroklammer aus Plastik? Ich glaube schon. Okay. Ich habe das gleiche dann noch einmal gezogen. Dann haben wir noch einmal Luna Lovegood in der erneuten Version. Muss sagen, Luna Lovegood, die Figur in der diesjährigen Edition, sehr gute Verarbeitungsqualität. Also man muss sagen, die hat sehr, sehr viele verschiedene Farben, keine Farbseuche und so, ist alles sehr, sehr nice. Dann haben wir das wieder mit Hogwarts. Und wir haben einen neuen Charakter, Leute. Oh mein Gott, meine Damen und Herren. Slytherin for the win, würde ich sagen. Und zwar haben wir Draco Malfoy gezogen. Endlich, Leute. Ich meine, wenn schon Harry Potter, dann auch Draco Malfoy. Aber mir fällt es gerade auf. Erst einmal, wir blenden das hier ein. Draco Malfoy haben wir jetzt auch bekommen. Uns fehlt ja noch der echte Harry Potter. Wir haben dreimal den goldenen Schnatz-Harry bekommen, aber uns fehlt doch noch der einzig wahre. Das heißt, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und es fehlen nur noch 4 Figuren. Ich glaube, den haben wir doppelt. Ja, den haben wir doppelt und das hier weg damit. Und ja, Leute, ich glaube, ihr kennt das Prinzip. Letztens habe ich das erste Display-Pack geöffnet und ich bin jetzt schon völlig ausgepowert. Deswegen brauche ich ein bisschen Unterstützung. Und dafür gehen wir nochmal auf das Quidget-Feld. Aber ja, Leute, ich brauche natürlich wieder mal Unterstützung und Vorräte. Wir alle wissen jetzt, wer kommt. Also, Leute, begrüßt den Special Guest, meine Freundin. Hey. Und sie kommt jetzt mit neuen Vorräten. So, Leute, ja, also, bist du ready? Wir haben das schon letztes Jahr gemacht. Und ja, sie hat,
Ich glaube, du hast Harry gezogen. Ich habe Harry gezogen. Sie hat Harry gezogen, also Leute, als Glücksbringer. Wir wissen natürlich, wir müssen noch einmal den Harry ziehen, aber dieses Mal den normalen. Okay, dann würde ich sagen, wir machen mal ein 1 gegen 1 Duell und wir versuchen, wer auch immer versucht, jetzt mehr Figuren da rauszuziehen. Keine Ahnung, wir überlegen uns eine Bestrafung oder irgendeine Belohnung, keine Ahnung. Belohnung. Alles klar, dann öffne, stell mal deine Hände davor. So, da drunter. Okay, öffnen wir 3, 2, 1 und... Oh, ich habe einen... Ich glaube, es ist sogar... Du hast auch einen Charakter. Ja. Yo, ich glaube, das... Ey! Ist das Ron? Ja, du hast Ron. Ey, das ist ein neuer Charakter direkt. Junge, wie lucky einfach. Oh mein Gott. Letztens Harry Potter, jetzt Ron. Wie meinst du, hä? Ach so, ja, stimmt. Aber du hast Ron vorher, glaube ich, auch einmal gezogen. Kann sein. Ey, let's go, Leute. Wir haben ihn, Ron Weasley. Ich glaube, das ist einer der letzten Weasleys, die wir jetzt gezogen haben. Das bedeutet, wir brauchen nur noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wir brauchen noch 3 Charakter. Und ich glaube, hier haben wir auch einen neuen. Und zwar Severus Snape. Let's go. 2 neue Charakter, Leute. Hier haben wir ihn. Das heißt, jetzt fehlen am Ende... tatsächlich nur noch 2 Charaktere. Und das ist schon mal stabile Leistung. Gut. Warte, wer fehlt jetzt nochmal? Ich hab keine Ahnung, wer fehlt. Wir blenden hier mal die Liste ein aller Charaktere, die wir schon haben. Das heißt, 2 davon fehlen noch. Ich glaube, es ist die Lehrerin, die Fluglehrerin. Mhm. Und dann Harry. Harry. Ja, stimmt. Genau, die Fluglehrerin und Harry. Also, let's go. Nächstes Ei und... Oh mein Gott, ich hab sie! Ah. Ich hab sie! Ja, ich hab sie! Ey, das kann nicht sein. Wie lucky ist man bitte? Ich glaube, das ist der Vorteil, dass ich diese Box bei Dingens gekauft habe. Ohne zu... Die nicht zusammen. Doch, wie? Jetzt. Ja, noch ein bisschen drücken, fester drücken. Let's go, Leute, wir haben die Sportlehrerin. Ich weiß nicht, wie sie heißt, aber ich blende es ein. Das werdet ihr auf dem Foto sehen. Wir haben den nächsten Charakter, Leute. Aber wer ist das? Das ist Robert Pattinson. Okay, ich habe gewonnen. Ich glaube, es sind 5. Wie viel ist das Rating? 5-2 oder so? 6-2? Okay. Ich habe alles gezogen. Warum sind hier so 2 Köpfe? Also. Was? Das ist yo, das ist ein Fehler. Das ist ein Fehler. Nee, warte, guck mal, weil ich hier ist ja. Das ist ein Fehler. Ja, okay, nee, das ist kein Fehler. Ist ein Druckfehler. Es ist kein Druckfehler. Ich klebe das jetzt auf, ganz artgerecht. Ich klebe, guck mal, wie präzise ich das... Ganz artgerecht so klebe. Ja, weil ich mag diese mit diesen Noppen, das mag ich ganz gerne. Ach so, du hast ja noch eins. Eins habe ich noch, ja. Ja, gut, komm, let's go. Und Achtung, ich ziehe schon wieder. Leute, wir haben's. Wir haben es geschafft. Mal ist es ein Rekord. Wir haben, wie viele? 24 plus jetzt diese, wie viel sind das jetzt? 12. Nach 36 Eiern haben wir alle 13 Figuren gezogen. Das ist geisteskrank. Aber beim letzten Mal war das doch nicht so. Nee, das war wirklich ganz kurz vor Ende. Das heißt, hier ist null Spannung heute in diesem Video. Es ist einfach jetzt schon... Aber ich habe schon lange keinen goldenen Harry. In diesem Pack haben wir bisher noch keinen goldenen Harry. Leute, wir haben Harry Potter zu dem Otter. Ich weiß es nicht. Alter. So, wir haben ihn, Alter. Wir haben ihn. Und der sieht nice aus. Das ist ja... auch mit dem Besen. Ich glaube, Nimbus... 3.000? 2.000? Nimbus 5.000? Ich weiß es nicht. Egal, aber wir haben ihn und das heißt, jetzt geht der Grind los, denn wir müssen trotzdem alle Eier öffnen, weil sonst kann das... Wie viel hast du noch? Guck, da. Wir haben noch mehr als die Hälfte. Also, ich sag's mal so, wir müssen gleich die Mülltrennung machen, weil es sieht alleine jetzt schon sehr, 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 sehr unruhig da aus. Als wenn eine Bombe eingeschlagen ist. Ja, deswegen. Oh mein Gott. Okay, dann würde ich sagen, öffne so viel du kannst, so viel du willst. Okay, dann let's go. Machen wir weiter, Freunde. Wir haben nämlich noch richtig viele Eier vor uns. Und ey, ich habe was Neues gezogen. Das ist keine Figur. Was ist das? Das sieht aus wie so ein... Kann man das an den Stift stecken? Ist ja gar nichts. So, hier, ey Leute, der ganze Tisch ist voller Eier, ne? Ja. Ich hätte 50 machen sollen. Ich hätte diesmal nicht 100 machen müssen. Aber ich muss. Und am Ende werde ich euch auch eine Endbilanz geben, am Ende des Videos. Leute, die kleine Bilanz. Von 100 Ü-Eiern, ich meine Kinder-Joys, haben wir 58 Charaktere gezogen von diesen Funko-Pop-Figuren. Und was noch viel trauriger ist, wie oft haben wir den Harry jetzt gezogen, den goldenen? 11, 12 Mal?
Er ist der nicht mal seltenste Charakter. Der seltenste Charakter, den ich gezogen habe, war einfach Draco Malfoy. Und einmal, ne? Und das check ich nicht, weil letztens habe ich den so oft gezogen und Harry Potter hatte ich nur ein einziges Mal. Hier haben wir ihn diesmal dreimal. Am zweitseltensten Severus Snape und Dumbledore. Und dann kommt halt die Lehrerin mit Harry und danach kommt halt Ron, Ginny Weasley, dann Hermine, Luna Lovegood und Cedric und dann halt der Rest. Und ey, dieser goldene Harry, ne? Ich weiß nicht, was sie sich gedacht haben, aber ich glaube, der ist halt billig in der Produktion. Weil der muss der muss nicht bedruckt werden. Stimmt, du hast und deswegen, um Kosten zu sparen, bringen sie diesen goldenen raus. Leute, das war's auf jeden Fall von diesem Edition. Ich denke, wir sehen uns nächstes Jahr wieder, wenn es wahrscheinlich noch einmal gibt. Ich glaube, die goldenen Harry Potter werden in Zukunft nichts wert sein, weil ich habe alleine schon 12 oder 11 Stück. Wie viel sind das jetzt? 11 Stück alleine. 11 habe ich nach 100 Stück. Das heißt, jeder, der sich 10 Kinderjoys kauft, hat eine Wahrscheinlichkeit, einen zu haben, muss man sagen. Also ja, ich würde sagen, Leute, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like, abonniert den Kanal, haut rein und ciao. Ciao.